Davide Ita, 0:1 Niederlage gegen den 1. FCK. Jana Bremerbrücke, wie enttäuscht bist du jetzt nach dem Spielverlauf über diese Niederlage? Ja, am Ende ist natürlich brutal, wenn man sieht, wie die zweite Halbzeit verlaufen ist. Ich finde, wir haben ein Riesenspiel gemacht in der zweiten Halbzeit, viele Chancen herausgespielt. Und am Ende ist es dann eine Aktion, die dich killt, wobei wir da noch echt wieder gut aufgestanden sind, nochmal alles probiert haben. Und es gibt leider so Tage, da will das Ding nicht rein, aber wir dürfen uns davon jetzt nicht weiter beeinflussen lassen. Wir müssen das Spiel schnell abhaken, weil nächste Woche geht es ja schon wieder weiter. Zwei Situationen, das Gegentor leicht abseits verdächtig. Wie habt ihr es gesehen? Ihr habt auch, glaube ich, auf abseits agiert auf dem Platz? Ja, ich habe es jetzt noch nicht ganz genau, ich habe noch nicht die Bilder nach dem Spiel gesehen, aber es sah schon so aus. Aber ich meine, die Entscheidung wurde getroffen und dann müssen wir leben. Aber trotzdem können wir es noch besser verteidigen. Ist leider nicht passiert, aber wie gesagt, müssen weitermachen und wir werden auch wieder aufstehen. Lass noch mal kurz über die erste Halbzeit sprechen. In der zweiten Halbzeit habt ihr, fand ich, Bombe gespielt. Ich habe 8-9 hundertprozentige Torchancen gezählt. Auch noch mal das Ding in der letzten Sekunde eigentlich noch mal, was ihr da vergibt. Aber die erste Halbzeit, man hat so ein bisschen das Gefühl, ihr habt Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Woran hat es gelegen? Ja, es ist nicht immer leicht, ins Spiel zu finden. Ich glaube, man hat auch super angelaufen, haben uns gut zugepresst. Wir hatten eigentlich so gut wie nur die Möglichkeit, den langen Ball zu spielen. Haben uns dann aber in der Halbzeit zusammengerauft, haben drüber gesprochen, haben Ideen gefunden und haben es dann auch gut umgesetzt. Und ich denke, das hat man auch gesehen. Und ich denke schon, dass wir einen Punkt mindestens verdient gehabt hätten. Das lassen wir mal so stehen. Gute Regeneration. Danke, David. Dankeschön.